Beloved brothers and sisters in Christ, geliebte Brüder und Schwestern in Christus, ich grüße euch im wunderbaren Namen unseres Herrn und Erlösers. Mögen die Segnungen des allmächtigen Gottes über euch bleiben. Göttliche Offenbarung und Verständnis soll euch durch die Gnade Gottes zuteil werden, damit ihr jedes Wort versteht und auch die Botschaft und alle Aussprüche, die darin enthalten sind. Wir schauen auf ein großes Wochenende mit Gottesdiensten zurück, aus ganz Europa, aus Afrika und verschiedenen Kontinenten und Ländern waren wir versammelt, um das Wort Gottes zu hören. Wir haben uns Psalm 50 vor Augen gehalten: Versammle mir mein Volk, dass sie meine Worte hören. Ich möchte, bevor ich ein paar Dinge erwähne, aus Römer Kapitel 1, Vers 1 und 2 lesen. Ich, Paulus, ein Diener Jesu Christi, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die er durch seine Propheten in den heiligen Schriften voraus verheißen hat. Die Heilsbotschaft verheißen durch die Propheten in den heiligen Schriften. Dann lese ich aus Galater 4, Vers 30. Aber was sagt die Schrift dazu? Geliebte, wie ihr wisst, gibt es viele verschiedene Meinungen, Auslegungen über die Schrift, über die Botschaft der Stunde. Aber Geliebte, wenn wir Respekt vor Gott haben, gehen wir zum Alten Testament zurück, gehen wir zum Neuen Testament zurück und nehmen alles und setzen es in den Originalzusammenhang zurück, der uns im heiligen Wort Gottes gegeben wurde. Bitte bedenkt es. Wir predigen und lehren die Heilsbotschaft Gottes, verheißen durch die Propheten im Alten Testament und niedergeschrieben in den heiligen Schriften. Gott tut alles gemäß seinem Wort. Und ihr könnt es prüfen. Ihr könnt es prüfen. Ihr könnt zum ersten Kommen Christi zurückgehen, als über 800 Verheißungen des Alten Testaments erfüllt wurden, nach seiner Auferstehung versammelte unser Herr seine Jünger und zeigte ihnen, dass alles, was die Schrift sagt, angefangen von Mose über die Psalmen bis hin zu den Propheten, seine Erfüllung gefunden hat. Geliebte,
Dasselbe tut unser Herr heute. Er geht zurück zu seinem eigenen Wort, nicht zu einer Auslegung, nicht zu einer Erklärung, sondern zurück zum Wort Gottes. Wenn wir in die Geschichte schauen, verstehen wir den großen Auftrag, den unser Herr unserem geliebten Bruder Branham gegeben hat. Ich sage dies mit Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott, dem Herrn, der mir das Vorrecht gab, seinen Diener persönlich kennengelernt zu haben. Ich aß mit ihm am gleichen Tisch, bin mit ihm im gleichen Auto gefahren, war in seinen Versammlungen in Deutschland und in den USA. Wie ich schon erwähnt hatte, hat er mich sogar gefragt, für ihn in Los Angeles zu predigen und auch in Oakland, Kalifornien. Aber was ich sagen möchte, ist Folgendes, und es ist mit der Frage verbunden, warum gibt es so viele Richtungen? Sie sagen alle, dass sie die Botschaft glauben. Jeder von ihnen nimmt ein Zitat von hier, eines von dort und erschaffen ihre eigenen Lehren. Geliebte, die Zeit ist gekommen, zum Wort Gottes zurückzukommen, vollständig. Das war der Dienst von Bruder Branham. Uns zurück zu Gott zu bringen, zu seinem Wort, zurück zum Fundament, zurück zu den Lehren der Apostel, dass unsere Herzen umkehren können, wie es in den Tagen Elias war und in den Tagen des Dienstes von Johannes, dem Täufer. Gott, der Herr, brachte die Herzen seines Volkes dazu, ihm zu glauben, damit sie erkennen konnten, dass das Wort erfüllt wurde. In derselben Weise ist der Dienst und die Botschaft, die William Branham gegeben wurde, mit einem Zweck verbunden. Uns aus jeder Verwirrung, aus allen Richtungen, aus allen religiösen Programmen herauszuholen und uns in den Erlösungsplan zu bringen für diesen Tag. Geliebte, wenn wir im Propheten Daniel lesen, dass das Buch verschlossen und versiegelt sein würde bis an das Ende der Zeit, und dann Bruder Branham hören, wie er sagt, dass er den göttlichen Auftrag erhalten hat, dass das Buch der sieben Siegel geöffnet werden sollte. Ihm wurde ein direkter göttlicher Auftrag gegeben. Als dies geschah, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Weil es eine der größten Erlebnisse war, die Gott seinem Propheten gegeben hat. Am 28. Februar 1963, als durch einen göttlichen Auftrag, und er berichtete mir dies persönlich, Bruder Frank, der Herr zeigte mir eine Vision über das Erscheinen der übernatürlichen Wolke und sagte mir, ich solle nach Tucson gehen. Brüder und Schwestern, weil ich Bruder Branham und auch seinen Dienst persönlich kannte, als er sein Zeugnis gab, wie das Erdbeben kam,
wie die sieben Donnerschläge die ganze Region erschütterte, wie der Sturm die Spitzen der Bäume wegknickte, wie die Felsen den Berg herunterrollten. Diese Augen haben die Bäume gesehen, die so geknickt waren. Diese Augen haben die Felsbrocken gesehen, die den Berg heruntergekommen waren. Durch die Gnade Gottes verstehe ich, warum Bruder Branham die Donner über 80 Mal erwähnt hat. Warum? Wegen dieses besonderen Auftrages und des Erlebnisses, das er hatte. Natürlich gibt es keine andere Stelle, die über sieben Donner spricht, wie Offenbarung 10, auf die er sich dann bezog. Aber wir erkennen durch die Gnade Gottes, was in Offenbarung 10 passieren wird, wenn der Engel des Bundes mit dem Regenbogen über seinem Haupt kommen wird und seine Füße auf Land und Meer setzen wird, als ihr ursprünglicher Besitzer, das Buch in seiner Hand haltend, das geöffnete Buch in seiner Hand haltend und die andere Hand gen Himmel gestreckt, schwörend bei dem, der für immer und ewig lebt, dass die Zeit nicht mehr sein wird. Was passiert dann? Die Ankündigung, wenn der siebte Engel in die Posaune stoßen wird, kommt das Geheimnis Gottes zum Abschluss. Und dann, bezogen auf die sieben Donner, schreibe sie nicht auf. Schreibe sie nicht auf. Sie sind also nicht Teil des geschriebenen Wortes der heiligen Schriften geworden. Ich bin verantwortlich für die heiligen Schriften. Wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das ist die heilige Schrift. Von 1. Mose 1 bis zu Offenbarung 22. Ich glaube, was dieses Wort sagt. Ich wiederhole. Der Dienst Bruder Branhams war, uns zu Gott zurückzubringen, zurück zum Wort, zurück zu den wahren Lehren. Alles, sogar die sieben Siegel, sind offenbart geworden. Wir sind so dankbar. Hier ist das Buch. Ich habe das Buch der sieben Siegel direkt nachdem Bruder Branham darüber gepredigt hatte, 1963 übersetzt. Ich bin vertraut mit der Botschaft. Doch bevor ich Bruder Branham kennenlernte und bevor ich etwas über die Botschaft wusste, kannte ich meinen Herrn und Erretter. Geliebte, ich habe eine große Verantwortung, das heilige Wort Gottes auszuteilen. Ich habe niemals in all den über 55 Jahren etwas gepredigt, es sei denn, es steht im Wort Gottes. Niemals habe ich gesagt, es könnte sein, es sollte sein. Nein. Ich habe mit Überzeugung das Wort Gottes gepredigt. Aber so wie dort in Daniel Kapitel 12, Vers 7 steht, wo der Engel beide Hände zum Himmel emporhob und schwor, dass es noch 3,5 Jahre bis zum Ende sein würde. Geliebte, im Neuen Testament, nach der Öffnung der Siegel,
Derselbe Engel des Bundes hatte das geöffnete Buch in einer Hand und nur eine Hand zum Himmel emporgehoben. Es wird von dem Zeitpunkt an eine Zeit, noch eine Zeit und eine halbe Zeit sein. Lasst mich dies in Liebe sagen. Wenn ihr nicht das heilige Wort Gottes respektieren könnt, schließt eure Bibel. Bitte schließt die Bibel. Wenn ihr Kaugummi kaut, während ihr die Predigten Bruder Brenhams hört, solltet ihr euch schämen. Möge der Respekt vor Gott über euch kommen, dass ihr göttlichen Zugang zu den Geheimnissen erhaltet, die in den Heiligen Schriften geschrieben steht. Wie die Verse sagen, die wir gelesen haben, Gott hat in den Heiligen Schriften verheißen. Und dann, was sagt die Schrift dazu? Unser Herr sagte, wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift sagt, habt Respekt gegenüber Gott und auch Respekt gegenüber seinem Wort. Lasst uns zusammenfassen. Ich bin so dankbar für den Dienst Bruder Brenhams. Er hat den Ausspruch 18 Mal gemacht und 4 davon werden wir in den neuen Rundbrief schreiben, wo er sagt, dass nicht er, sondern die Botschaft, die ihm gegeben wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Geliebte, durch die Gnade Gottes hatten wir das Vorrecht, die Originalbotschaft, die Bruder Branham geoffenbart wurde, zu nehmen und weiterzugeben. Das Originalwort Gottes, die Heilige Schrift mit allen Verheißungen, haben wir bis an die Enden der Erde getragen. Jetzt ist die Wiederkunft Christi, das zweite Kommen Christi, sehr, sehr nahe gerückt und alle Zeichen deuten auf dieses große Ereignis. Unser Herr sagte, wenn ihr das alles geschehen seht, wisst ihr, dass es nahe ist, ja, dass es vor der Tür ist. Möge Gott euch die Gnade geben, alles, was Bruder Branham sagte, richtig in Gottes Wort einzuordnen, so dass ihr wisst, ihr sagt nur das, was die Schrift sagt. Mögen die Segnungen des allmächtigen Gottes mit euch sein und ihr werdet verstehen, besonders die dienenden Brüder in allen Nationen, ihr werdet verstehen, dass Bruder Frank seinen 85. Jahr erreicht hat und ich bin nicht mehr in der Lage, jeden Monat so zu reisen, wie ich es all den vergangenen Jahren getan habe. Doch durch die Gnade Gottes hören die Menschen die Botschaft der Stunde. Wir haben jetzt über 10.000 Anschlüsse, die mit uns verbunden sind in allen Ländern der Erde. Wir erreichen über 1 Million Gläubige auf der ganzen Welt mit dem wahren Wort Gottes, mit der Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgeht. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Respektiert Gott, respektiert sein Wort. Glaubt, wie die Schrift sagt, und ihr seid Teil dessen und habt Anteil an dem, was Gott jetzt tut. Zum Schluss, wenn der Herr wiederkommt, werden wir ihn sehen und mit ihm sein,
wenn er uns entrücken wird zum Hochzeitsmahl des Lammes. Bitte, nur zur Erinnerung, Gott wird nie Verwirrung in dem Himmel aufnehmen. Gott wird nie die aufnehmen, die falsche Lehren verbreiten und denen Menschen folgen. Jesus Christus wird die Seinen zu sich nehmen, die er erlöst hat durch sein eigenes Blut, die er im Worte Gottes geheiligt und mit dem Heiligen Geist versiegelt hat. Es gibt kein Durcheinander im Wort. Die Heilige Schrift ist rein und wahr, keine Verwirrung in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Durch die Gnade Gottes werden wir bald unseren Herrn treffen, wenn er wiederkommen wird und uns in die Herrlichkeit nehmen wird. Gott sei der Dank in Jesu heiligem Namen. Amen.